Herzlich willkommen an einem historischen, ja kulturhistorischen Ort. Hinter uns, da sehen Sie, befindet sich zum einen der Bahnhof an der Friedrichstraße und zum anderen, das haben Sie nicht nur als Berliner, sondern auch als Freund der Hauptstadt erkannt, mit der Distel der sogenannte Stachel am Regierungssitz, wie sich eines der berühmtesten Kabaretttheater in Deutschland selbst nennt. Doch die Pandemie hat auch hier ihr Werk getan. Nach tristen Wochen und Monaten stehen viele kulturelle und ebenso gastronomische Einrichtungen des öffentlichen Lebens wirtschaftlich auf der Kippe. Wir von bookyourvideo.com sind in den nächsten Stunden für Sie in der Hauptstadt unterwegs im Auftrag der Steinecke Handelsgesellschaft, um nach einem Ausweg zu suchen, denn den, und das ist die gute Nachricht, so versichern es die Fachleute für Brandschutz und lufttechnische Elemente, den Ausweg gibt es. Und das sehen wir uns jetzt an. Frau Brenk, danke, dass wir heute hier sein dürfen. Sie sind Geschäftsführerin im bekannten politischen Kabarett Berlins, nämlich in der Distel. Sie haben in vielfältiger Weise flexibel auf die Ausnahmesituation reagiert. Wir sprechen über Lüftungstechnik. Sie haben zum einen die bestehende Lüftungsanlage sozusagen umfunktioniert und haben zusätzlich in mobile Ionisierungsanlagen investiert. Können Sie vielleicht zwei Sätze dazu sagen? Was die Bereiche unseres Theaters anbelangt, die wir nicht durch Querlüften sozusagen von den Viren befreien können. Da haben wir uns entschlossen, bei der Firma Steinecke mobile Ecolüfter anzuschaffen, und zwar im Wesentlichen für die Zuschauer im Foyerbereich, sowohl des Studios als auch der großen Bühne. Und wir haben für die Schauspieler Backstage sozusagen und Inspizienten ebenfalls einen Ecolüfter angeschafft. Frau Lüdecke, Herr Lüdecke, schön, dass wir heute hier sein dürfen, an einem der, würde ich sagen, kulturell berühmtesten Orte der Hauptstadt. Wenn wir ausverkauft sind, haben wir hier 330 Leute im Theater, und wir hatten ja zwischen den Lockdowns durften wir mal 2 Monate aufhaben, aber eben nicht mit voller Auslastung. Also es durften, glaube ich, maximal so um die 100 Leute rein. Und wir haben natürlich hier über die Luftreinigung gesprochen, und das wurde vom Publikum total gut angenommen. Also wir haben auch Notizen bekommen danach, dass sie sich freuen, dass wir in diese Richtung gehen. Ja, Herr Woleschak, Sie nutzen 3 Räume hier mit dem Restaurant Die Eselin von A. In jedem dieser Räume steht jetzt neuerdings eine Ionisierungsanlage des Typs EcoClean. Wie sind Sie auf dieses Angebot aufmerksam geworden? Ja, wir haben einen Flyer erhalten, und aufgrund dessen bin ich dann zur Immobilienmesse gegangen und habe mir das mal kurz angeschaut, und dabei bin ich auf die Firma Steinecke Lufttechnik aufmerksam geworden und bin von Herrn Steinecke gut beraten worden und habe dann das genutzt, um meine Gäste mehr Sicherheit zu geben in den Räumlichkeiten. Herr Steinecke, Sie beschäftigen sich ja seit Jahrzehnten mit den Themen lufttechnische, aber auch Brandschutzelemente. Was macht diese neue Entwicklung der Firma EFS Schermbeck für Sie zu etwas Besonderem? Das Besondere ist, dass diese Geräte eben autark sind. Sie kann man einsetzen in jeden Raum, und sie sind eigentlich, haben eben einen Elektrofilter im Einsatz, und dieser Elektrofilter nimmt natürlich die ganzen Viren, Bakterien, Keime auf. Ja, Herr Professor Köpmann, Sie machen sich heute ein Bild bzw. Messungen von der Funktionsweise des EcoClean E150 hier an der Anna-Lindt-Schule. Vielleicht können Sie ganz kurz sagen, wie genau gehen Sie vor und was soll eigentlich überprüft werden? Menschen atmen ja Kohlendioxid aus und in letzter Zeit auch möglicherweise Viren. Beides kann man nur durch Lufterneuerung wegkriegen, während man Viren auch durch Luftreinigung wegkriegen kann. Deswegen ja die Geräte, und deswegen für beide aber auch die Lufterneuerung durch Fensterlüftung. Frau Schnauchenberger, danke, dass wir heute hier sein dürfen. Sie sind Logopädin und wir sind hier in Ihrer Praxis, und zwar in Zehlendorf. Sie haben 4 Luftreinigungsgeräte des Typs EcoClean 100 sozusagen sich angeschafft. Vielleicht können Sie kurz sagen, warum haben Sie das gemacht und wie sind Ihre Erfahrungen? Ja, haben wir, genau. Der Ausschlag war eigentlich wirklich die Pandemie. Letztes Jahr hat es uns umgehauen, und wir haben einfach gesagt, es ist keiner mehr gekommen, wir müssen was tun. Hatten den Kontakt zur Firma Steinecke und haben dann gesagt, wir machen das. Wir konnten die Geräte mieten, was wir toll fanden, erstmal zum Ausprobieren, weil man ja unsicher ist bei so einer Summe auch, ob man es machen möchte, und haben damit wahnsinnig tolle Erfahrungen gemacht. Seit März 2020 habe ich mir den EcoClean 100 angeschafft, wegen den Viren der Pandemie. Und meine Beobachtung war der, dass ich bei meinen 2 Katzen viel weniger Haare im Haushalt habe und eine geringere Staubentwicklung. Und da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, weil ich dadurch auch weniger putzen musste.
Wir stellen Kassensysteme und Warenwirtschaftssysteme am Standort in Berlin her, sind mit ungefähr 30 Mitarbeitern hier vertreten. Von Programmierung bis Kundenservice decken wir eigentlich alles ab. Und wir haben uns über ein nachbarschaftliches Verhältnis zu Herrn Steinicke dazu entschieden, etwas für die Luftqualität in den Büros zu tun. Wir haben uns getroffen, waren uns auch sehr sympathisch und haben dann immer ein Gerät zur Verfügung gestellt. Da hat man getestet, da habe ich Messgeräte mitgebracht. Und da haben wir festgestellt, dass es doch erheblich ist, was die Geräte abscheiden. Wir brauchen einmal im Jahr einen Filter zu wechseln. Das ist eigentlich ein ganzer Aufwand. Herr Bremermann, wichtig vielleicht noch, die Geräte, wir haben uns gerade ein Bild machen dürfen, sind sozusagen in den Büroalltag integriert und da spielt auch die Geräuschkulisse eine Rolle. Die Geräte von Herrn Steinicke sind tatsächlich so geräuscharm, dass man manchmal vergisst, dass sie noch laufen. Prima, ganz herzlichen Dank und Ihnen auch, Herr Steinicke, Dankeschön.